Was geht ab? Der Vlog fängt jetzt an. Bin mit Rohat hier. Gerade eben kommen wir. Wir waren ein bisschen am Chillen mit Monty, Breiti, Ismet und Rohi. Und jetzt haben wir dafür uns entschieden, dass wir spontan hier uns ein Bett suchen, Hotel suchen. Bro. ein Hotel suchen und dann bleiben wir hier und morgen gehen wir Shoppy. Und jetzt suchen wir erst, rufen wir erstmal ein paar Hotels an. Ey, wie wär's, wenn ich dir wieder ein bisschen Musik zeige? Nein. Das ist Breitenberg. Mach auf. Breitenberg. Ja, hat meine Dose geschmeckt? Seien Sie gegrüßt, ey, die Herrschaft. Walla, wir suchen immer noch Hotel, Bruder, ich sag dir ehrlich. Sucht immer noch Hotel? Immer ja, noch. Wir können noch Easy Redison Blue halt. Bruder. Warum? Digga, dass du da Bruder sagst, weißt du mich, wie hin. Du hast dich in die größte Trap House aller Zeiten hingebracht und beschwerst dich über Redison Blue. Das stimmt, Bruder. Okay, tschüss, die geringen Verdiener. Herzlich willkommen. Hola, guten Tag. Hier ist Abu und ich möchte gerne ein Hotelzimmer nehmen heute für zwei Personen. Ist das möglich? Für heute kann ich Ihnen leider nichts anbieten. Tut mir leid. Hermano, mach nicht so bitte. Wir sind auf Durchreise. Wir brauchen ungefähr zwei Personen. Wir wollen noch nichts Luxuriöses, irgendwas. Kann ich Ihnen leider heute nichts anbieten. Tut mir leid. Dann für morgen? Für morgen wäre noch möglich, ja. Das brauche ich aber leider heute, Hermano. Nee, das klappt nicht mehr. Tut mir leid. Hm. Für morgen kein Problem, aber heute leider nicht mehr. Okay, vielen Dank. Adios. Ja, gerne. Adios. Adios. Er hat mich hops genommen, Bruder. Bruder, was ist los mit denen? Digga, Bart auf einmal stabil, Alter. Siehst du das? Ey, das bringt was. Normal, das ist der Abogoko-Kamm. Zeig dir mal in die Kamera. Kauft euch den Abogoko-Kamm. Falsch. Kauft euch den Abo. Ja. Scheiß auf den Kamm, Digga. Habt ihr da Wasserkamm, Digga? Kauft euch den nicht. Sehr rot. Wir verbinden Sie umgehend mit dem nächsten freien Mitarbeiter. Dankeschön. Wenn Sie direkt in die Zimmerreservierung verbunden werden möchten, wählen Sie bitte die 1. Ich will die 1. Wählen Sie 5x die 6 und 3x die 5. Um den Mitarbeiter an der Rezeption zu sprechen, wählen Sie bitte die 3. Ja. Ich nehme die 3. Herzlich willkommen im Arc Hotel Onyx in Hamburg. Ich glaube, der ist arg scheiße, Digga. Ich glaube auch. Oder arg ausgebucht. Ja, guten Tag. Du hast einen von einer Onana aus Hess hier. Ich möchte gerne ein Zimmer haben für zwei Personen heute. Geht das? Ja, das geht. Das hört sich sehr gut an. Was hast du so für Zimmer? Unterschied von anderen Zimmer? Ja. 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 Was ist das? Wie viele Sterne Hotel ist das? Wie viele Sterne habt ihr? 4? Das sind 4. Also 1 vor 5. Okay. Wie bitte? Also 1 vor 5 Sterne, ja? Genau. Okay. Ja, die wichtigste Frage ist, wie gut ist dieser Scheißhaus? Ist die Toilette gut bei euch? Also wir haben einmal Hotel gemacht, Toilette war sehr schlecht, sehr schlecht. Ja, hier sind hier 4 Sterne Hotel, wie schon gesagt. Okay, also was habt ihr für gutes Zimmer? Okay, dann kommen wir gleich vorbei einfach. Wir nehmen das Beste, Mann. Wir nehmen für Weg nochmal das Beste. Ja, einmal das beste Zimmer, bitte. Mhm, gut, alles klar. Mach ich dann. Okay, bis gleich. Ja, tschüss. Wir kommen vorbei, Mann. Er denkt 100%, wir haben ihn verarscht. Natürlich denkt er, wir haben ihn verarscht. Und wir werden gleich dastehen und wir gehen da und gleich genau hin. So reden. Und wir gehen da gleich hin und sagen, gib mir dieses verschissene beste Zimmer, was da gibt. Mit einer guten Toilette. Verdammte Scheiße, mit einer riesen Toilette, Mann. Mit einer riesen Toilette, damit dein fetter Arsch darauf... So gut. Wir sehen uns gleich im Hotel mit Abo seinem Scheißkamm. Hey. Ne, kauft euch Abo seinen Kamm. Ist wirklich, ich hab's gerade gesehen. Ihr seht ja mal. Ein riesen Bartwuchs. Ist wirklich gut. Sehr gut. Richtung Hafen ist das dann? Ja. Okay. Du bist ja Richtung Reeperbahn, ne? Ja, ist egal, Richtung Hafen geht auch. Hauptsache das Bett ist zusammen, ne? Also kein getrenntes Bett. Digga, Bro. Am liebsten getrennte Betten. Wäre cool. Ey, sonst schieben wir die eh zusammen. Digga. Was denn, Roat? Therapie mich mit deinem scheiß Betten zusammenschieben, Alter. Das hat mich schon einmal. Ja, du hast sie sowieso nachts wieder zusammengeschoben. Schlag doch nicht.
Naja, so ist das. Der Rowie, ein bisschen schüchtern. So, gucken wir mal, erster Eindruck, das Hotelzimmer. So kommt man hier rein. Zack. Ich dachte, das wäre ein Schuhschrank, aber egal. Da ist die Toilette. Klein, süß und fein. Strom sparen. So, das ist eine schöne Sitzecke hier. Mit allem drum und dran. Und der Mann freut sich schon extrem aufs Schlafen, weil... Warum? Keine Ahnung, warum der uns ein Doppel... Ich dachte, ich habe unten eigentlich Spaß gemacht. Mit Doppelbett. Und er sagt einfach den, und jetzt guckt euch das an. Falls das da nicht reicht. Oh mein Gott. Ein Spiegel. Oh scheiße, der Spiegel macht mich dicker. So. Verdammt, das hat nicht geklappt. Ich bin immer noch dick. Wartet mal. Dann können wir hier rausschauen. Das ist unser Ausblick. Fünfter Stock. Das ist sein Anblick. Hier nochmal einen kleinen Mini-Fernseher. Mini-Bank. Schöner Schrank und nochmal extern, ne, falls wir morgen, Schatzi, ne, morgen zusammen Zähne putzen. Lass mich in Ruhe. Naja, noch ist er schüchtern. Kriegen wir aber raus hier. Ja, das war's. Peace out. So, wir sind jetzt schon ein bisschen länger wach, hatten einen Livestream. Der Bray, der Rohat ist noch dabei, haben hier Zahnbürsten vom Hotel bekommen. Richtig chillig. Rohat ist noch auf unser Liebesnestchen. Am Streamen. Hier ist nochmal das Liebesnestchen. Hier seht ihr Rohat nochmal von oben. Hier ist der Chat. Und geduscht, gewaschen hinter den Ohren. Und jetzt geht's raus zu Hamburger Alster. So, wir sind gerade hier in Hamburg. Richtig chillige Gegend hier. Und Rohat sagt auf entspannt, er ist hier aufgewachsen so mäßig. In Berlin. In Berlin, in so einer Gegend. Aber die Wahrheit ist, dass er nicht hier mit so Graffiti überall rumgesprüht links aufgewachsen ist, sondern mit links und rechts Bonita. Bonita, ihr wisst, wer das ist, die Kuh von Ranjit, also in einem Dorf. Und er ist eine schöne Gegend hier, gefällt mir richtig gut. Assalamu alaikum. Alles gut? Alles gut. Und er hat gesagt, Assalamu alaikum, Abu. Echt jetzt? Ja. Ach was? Ja, ja. Und ja, schöne Gegend. Da hinten Polizei. Ich habe falsch geparkt, leider im Falteverbot. Ey, sieht richtig schön hier aus. Walla, gefällt mir sehr, sehr gut. Mal schauen, wir gehen jetzt gleich essen. Ich zeige euch gleich. Türkisch Kitchen. Ja, ihr wisst Bescheid. Also, wir sind im Laden angekommen. Sieht sehr schick aus. Ich werde mir eine Suppe nehmen. Also Magimac. Und dieses hier. Rohat, was nimmst du? Ich nehme einen Grey Goose mit Red Bull. Was? Spaß, Digga. Das ist so Alkohol. Die verkaufen hier Alkohol sogar? Yeah. Digga, davon distanziere ich mich. Habe ich auch vorhin gesagt, hä, wir verkaufen hier Alkohol. Ja, Bruder, und dann fragt man die, ist das Fleisch halal? Dann lachen die. Bruder, natürlich, warum soll nicht halal sein? Ja, Bruder, keine Ahnung, weil du auch Alkohol verkaufst. Hummus mit Rinderdings, diese Rinderschinken. Ja. Dann ein Baba Pide mit Sucuk. Baba Pide mit Sucuk. Und einen Döner. Ich nehme das hier. Ein bisschen Dönerfleisch, weil ich unbedingt das Fleisch da geil aus. Aber eigentlich hätte ich auch Bock auf Pirzola. Pirzola? Gut, aber die sind überall fast gleich. Aber die sehen saftig aus auf dem Bild. Also, was nimmst du? Mann, was nimmst du? Was nimmst du, Mann? Ich weiß es nicht, Mann. So, das ist mein Essen. Auf entspannt. Der Bray hat hier Pastirma Mohammeds genommen. Eine Pide und es kommt noch ein Döner für ihn. Bruder. Alles klar. Für mich ist es auch wieder warm. Warm? Schmeckt? Baba. Wow. Der Bray ist noch nicht fertig damit. Aber hab noch die hier bestellt. Also ich sag schon mal, das Fleisch ist sehr, sehr krass. Zeig mal, wie du reinbeißt, einmal Rohat. Schön. Bruder, mashallah. Ich bin schon fertig mit meinem Essen, weil, warum? Weil ich jetzt wieder auf meine Ernährung achte und deswegen habe ich eine Magimac, ein bisschen Dönerfleisch gegessen und einmal Ali Nasik. Das ist so Fleisch, also ein bisschen Fleisch in so einer Paste. Also ich habe kein Brot gegessen und kein Reis, kein Nudeln, also keine Kohlenhydrate.
genau deswegen. Sag mal den krassesten Biss, den du in deinem Leben machen würdest. Oha, Digga, man unterschätzt den Komp. So, Update. Hat er es geschafft oder nicht? Die Pide ist noch da. Der Döner ist noch da. Der Ayran ist noch voll. Hummus ist noch da. Wort gebrochen. Digga, mein Mund tut weh beim Kauen, Alter. Ja, nicht nur beim Kauen. So, wir sind auf jeden Fall hier immer noch in Hamburger Alster. Der Red ist dazugekommen, Breiti. Und er hat uns gerade von seinen Allwetter-Air Force erzählt. Wie heißen die, Red? Boah, Bruder, jetzt muss mir Nike also wieder 100.000 Euro überweisen. Ja. Keine Werbung an dieser Stelle, okay? Nike, überweist mir gerne, ich kenne mein Konto. Einer auf den ich hat da schon was überwiesen. Breitenberg, du sagst, du bist IC und OOC gleich, oder was? Was ist IC und OOC? Ich kenne die Trennung nicht. Bruder! Ich bitte. Auf jeden Fall hier schön an der Alster und mal schauen, wie es weitergeht, Jungs. Bis gleich. So, warte, das ist, von wem ist das die Empfehlung dieser Dip? Ich trümpfe aber immer so viel rein. Bruder, cringe. Tau mal richtig rein. Was sind diese Durchfall vorprogrammiert? Nein. Selbst das war zu wenig. Sei ehrlich. Gestern habe ich von Abodini gefühlt. Komm mal. diese Frauending, wenn du mit Kollegen unterwegs bist, sagst du, probier mal den Dip und die machen dann diesen hier. Schmeckt voll gut, der Dip. Ja, genau, ich richtig. Sag dir ehrlich, halt auf, zeig mal, wie du dippst. Und das ist jetzt nicht für die Kamera, sondern das ist Realität. Wenn ich dipp, Bruder, wenn mir ein Dip gut schmeckt, dann mache ich diesen hier. Dann richtig so. Diesen. Das hat er davor genauso gemacht. Das ist safe, ja, so. War vor viel Effekt, dass er gekleckert hat, Mann. Aber da war er so. Die Finger vielleicht ablenken für mich, Bruder. Sag mal sehr ehrlich, wie war der Dip? Der gut, wirklich? Ja. Der ist wirklich gut. Der ist aber Hammer gewesen. Digga, wenn ich zu viel Soße und sowas esse, krieg ich Durchfall. So, guckt euch mal diese Scampi-Pfanne an. Und hier ein Salat nochmal mit Dings da. Und Roat hat auf entspannt eine Pizza. Margarita? Wieso gerade Margarita? Kannst du uns das sagen? Weil Margarita die beste Pizza ist. Okay, mal gucken. Deren Essen kommt jetzt noch gleich. Er hat hier noch einen Kaffee. Was ich damit machen, weil er gerade gegessen habe. Also yeah. Roat hatte ja das da hier und die gefragt, hat geht heute und so. Spaghetti Bolognese mit Mais, Zwiebeln und das war's. Und Parmesan. Parmesan auch, ja, richtig. Bei Abo ist nur die Vorspeise, der Hauptgang kommt noch. Digga, das ist mein Hauptgang. Nein, Bruder, sag jetzt ehrlich, die holen noch die Kuh von der Weide gerade. So, ich bin jetzt fertig. War sehr, sehr lecker. Der Dip ist der krasseste. Du hast ja nichts gegessen. Monte, wie waren deine Nudeln? Ach, Bruder, ich esse ja schon Jahre hier, wie immer köstlich, ne? Aber ich habe Kindermagen, Bruder, du weißt, ich esse heute. Das stimmt, ich wundere mich, dass da überhaupt fast nichts mehr auf dem Teller ist. Ich dachte, der wird wieder voll rot, war die Pizza, sehr ehrlich. Stark. Ja? Aber sagst du, hättest noch Mais auch noch drauf gehabt, ne? War gut, was? Ja, sehr gut, köstlich, lange nicht mehr gegessen, Bruder. Margarita ist so einfach, Digga. Ja, klassisch und gut, alles gut. Aber der Teig und so, also der Bohnen ist ja köstlich. Ja. Die haben extra, ja, ja. Die haben extra einen Pizzaofen aus Italien. Aus Italien. Aus Italien? Oder hast du ihn noch nie versprochen, oder? Hast du lieber Nudeln genommen, Pizza in die Mitte? Perfekt. Warum filmst du mich? Bruder, du siehst einfach OOC im IC aus wie Breitenberg. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Bist du dieser Breitenberg, Digga? Das ist. Foto machen gleich. Keine Ahnung wie. Ups, falsch. Aber wir sind am Ende in Kiel gelandet. Ging nicht anders. Und jetzt sind wir in dem Atlantic Hotel. Und schau mal, was die schon bereit gemacht haben extra. Für mich und Rohi. Das Blick ist schon chillig so. Ja, hier geht der Gute jetzt gleich live. Tschüss. So, wir sind jetzt hier in Kiel City. Roat sieht natürlich sehr glücklich aus gerade. Wir haben hier im Atlantic Hotel geschlafen. Hier ist der Hauptbahnhof. Wir gehen jetzt was frühstücken. Ja, wie findest du das Kieler Wetter, Roat? Stabil. Ja, Kiel ist klein, aber fein. So sieht's aus hier. Mal gucken, wir gehen jetzt erstmal was frühstücken. Und dann verabschieden wir
uns von der schönen Zweitagesreise.